Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen hier in Bad Neuenahr zum Gottesdienst zur Eröffnung unserer Tagung der Landessynode. Wir sind zusammengekommen am Beginn der neuen Wahlperiode. Das ist für viele etwas ganz Besonderes. Und wir sind zusammengekommen am Beginn des Reformationsjahres. Und wir werden diesen Gottesdienst miteinander in großer ökumenischer Gemeinschaft feiern. Das ist uns eine besondere Freude, eine große Ehre. Ich begrüße ganz herzlich auch alle ökumenischen Gäste, konfessionsübergreifend und länderübergreifend. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche uns allen einen guten und gesegneten Gottesdienst. Ich darf jetzt nun die nach vorne bitten, die am Taufgedenken mitwirken. Wir jauchzen dir zu, lebendiger Gott, mit allen Wesen, die du geschaffen hast. Wir kommen vor dein Antlitz als deine Kinder, bereit, dir voll Freude zu dienen. Wir preisen dich, Gott, unser Vater. In der einen Taufe hast du uns in deine Kirche gerufen. Eins ist sie und heilig, vielfältig und apostolisch. Was du in deiner Liebe verbunden hast, das kann Menschenschuld nicht trennen. Wir bekennen dir, Herr Jesus Christus, dass wir die Einheit immer wieder aus dem Blick verloren haben. Alle sollen eins sein, hast du gesagt. Wir aber hatten uns fixiert auf das, was uns trennt, statt das zu fördern, was uns verbindet. Wir rufen zu dir, Gott, Heiliger Geist, wehe kraftvoll durch unsere Kirchen. Begeistere uns für die Schönheit der Konfessionen. Treibe uns an, entschieden das zu tun, was Frieden und Gerechtigkeit schafft. Wichtig, die richtige Position zu haben in der Ökumene. Wir loben dich, dreieiniger Gott, wie du eins bist als Vater, Sohn und Geist. So lässt du uns eins sein als deine Kirche, verschieden in den Gaben, die du uns geschenkt hast, vereint in der Liebe, mit der du uns verbindest. Amen.
Wir bitten dich, barmherziger Gott, sei bei uns in dieser Stunde. Lass uns deine Menschenfreundlichkeit spüren, wenn wir gemeinsam auf dein Wort hören und du uns kosten lässt von den Gaben deines Bundes. Die Taufe verbindet uns konfessionsübergreifend und deswegen wollen wir uns ein Zeichen des Friedens geben, ein Friedensgruß. Gucken Sie nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, geben wir uns ein Zeichen des Friedens. Als Lesung hören wir Verse aus dem Römerbrief. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Liebe Synodalgemeinde, wir hören als Predigtext Vers 17 aus Psalm 118, dem Lieblingspsalm Martin Luthers. Da heißt es: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Das kann man sich nicht selbst sagen. Dieser Trost und diese Gewissheit sind nämlich etwas ganz anderes als das Rheinische, es ist noch immer Jodje-Jange, und auch mehr als das Optimistische, wir schaffen das. Das muss einem gesagt werden. Ein Bekenntnis zum Leben, ein trotziges Gottvertrauen gegen alle Todeserfahrung in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Welt. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Das ist nicht das Bekenntnis eines Kraftprotzes, sondern das ist ein erfahrungsgetränktes Bekenntnis, das anknüpft an Gottes Geschichte mit seinen Menschen, an die Anfänge und erinnert an die Zukunft, die Gott seinem Volk versprochen hat. Liebe Gemeinde, bevor wir den Psalm als Christinnen und Christen zu schnell an uns ziehen, er gehört uns nicht. Wir dürfen ihn, Gott sei Dank, mit Israel zusammenbeten und wir dürfen uns, Gott sei Dank, an den Erinnerungen des Volkes Gottes erster Wahl aufrichten und in diesen Verheißungsraum eintreten. Im Psalm 118 sind es zwei Traditionen, auf die zurückgegriffen wird. Zum einen wird immer erinnert an den Auszug aus Ägypten. Dieser Befreiergott Israels ist Grund einer verwegenen Hoffnung. Er ist immer wieder mit Unterdrückern in den verschiedensten Uniformen fertig geworden. Er hat sein Volk Israel und durch Jesus Christus dann auch uns immer wieder auf den Weg der Freiheit gesetzt. Und dieser Gott hat uns angesteckt mit Leben. Deshalb werden wir uns nicht mit todbringenden Verhältnissen abfinden können. Und zum anderen ist da die Perspektive nach vorn. Der Psalm 118 nimmt immer wieder Bezug auf das Buch Jesaja. Dort singen die Völker zusammen mit Israel das Lied von Gott als Retter. In einem großartigen Zukunftsentwurf lädt Gott die Völker der Welt zu einem Festmahl auf den Zion ein. Also sozusagen universales Friedenstreffen auf vermintem Gelände. I have a dream. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Diese Aussage hat also ihren Grund in der Erinnerung und in dieser Hoffnung. Gott war schon immer ein befreiender Gott. Und Gott wird nicht ruhen, bis die Menschheit sich an einem Tisch, an seinen Tisch versammelt. Und diesen großen Erinnerungs- und Verheißungsbogen schlägt der Psalm, und darunter dürfen auch wir uns bergen. Es ist ja nicht in jedem Augenblick unsere eigene Erfahrung, aber er stellt uns in die Erfahrungen und Verheißungen des Gottesvolkes zu allen Zeiten. So groß dürfen wir vom Leben denken, das Gott schenkt. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn in Ewigkeit wird seine Liebe. Das ist der Grund für die kühne Zuversicht des Lebens. Im Psalm 118 gleich fünfmal zitiert. Gott ist gut. Gott will das Leben aller Geschöpfe und seine Liebe und Barmherzigkeit, die wären ewig. Wir haben es uns ja zuletzt in den Gottesdiensten zu Weihnachten sagen lassen. Diese Welt ist geliebt und gewollt. Sie ist ganz und gar Gottes Welt. Diese ungerechte Welt, diese aus den Fugen geratene Welt, diese in Schuld verstrickte Welt, diese gefährdete Welt ist geliebt mit all denen, die auf diesem Planeten wohnen, ausnahmslos allen. Gottes ganz und gar geliebte Welt. Das ist der tiefste Grund unserer Lebenshoffnung und unserer Lebensbejahung.
Gottes Treue zu seiner Welt und seinen Menschen hat keine Befristung, kein Verfallsdatum, ja, und auch keine Obergrenze. Todeserfahrungen und Todesängste werden nicht ausgeblendet. Die Erinnerung an Gottes Güte spricht immer auch an, was in der Erfahrung des Lebens alles andere als gut ist. Und der 118. Psalm verschweigt nichts davon. Angst und Enge, Todesangst und Bedrängnis. Es wird Bedrohung durch die feindliche Umwelt angesprochen, Enge, Umkreisung von allen Seiten. Ja, liebe Synodalgemeinde, Angst, die einengt, Todesangst, die jeden Handlungsspielraum zu verschließen scheint, sind Erfahrungen, die uns auch nicht fremd sind. Die Welt hat zusehen müssen, wie die Bomben in Aleppo gewütet haben und tausendfachen Tod gebracht haben. Und es gab kein Einhalten. Wer sich, liebe Schwestern und Brüder, je von ihnen ein Bild von der Hölle gemacht haben sollte, dieses Bild mussten wir korrigieren bei dem Blick auf diese Stadt, auf diese Wüste, auf dieses Leichenhaus. Und der Terroranschlag neben der Gedächtniskirche in Berlin hat uns gezeigt, dass Gewalt und Hass bis in unsere Städte, bis in unsere Feste und Zusammenkünfte hineingetragen werden und es gibt keinen vor Terror geschützten Raum. Angst und Enge haben viele Menschen gepackt. Angst vor Gewalt und Terror, Angst vor Fremden und Überfremdung, Angst vor Verlust der eigenen Identität, Angst vor dem Verlust des Besitzstandes. Und diese Angst macht es vielfach im Denken und Tun ganz eng. Da werden dann Sündenböcke gesucht und die werden auch gefunden, Einzelne und Gruppen. Da fordert man hemmungslos Abschottung und Ausgrenzung, Reaktionen der Angst und der Enge. Darüber hinwegzugehen hilft nicht, zumal wir ja auch selbst die Enge spüren und mit den Trauernden leiden. Wir teilen die Unsicherheit der Bedrohten, aber wir werden diese Ängste nicht bedienen. Sie sollen uns nicht in unserem Handeln bestimmen und sie sollen uns erst recht nicht lähmen. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Was macht eigentlich, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Hinter diesen Worten von Hans-Dieter Hüsch steht ebenso wie hinter diesem Psalmwort die Erfahrung, dass Gott Menschen aus Angst und Enge herausführt ins Weite, in einen Freiraum der Freiheit, in einen Lebensraum der Entfaltung, in einen Schutzraum der Geborgenheit. Der Psalm lädt uns ein, auf Gottes Güte, auf seinen Lebenswillen und auf seine Lebenskraft zu vertrauen. Einer Kraft, die Angst in Weite, Böses in Gutes und Tod in Leben verwandeln kann. Doch wie kann es dazu kommen, dass dieser Trost uns das Leben wieder aufschließt, uns neue Möglichkeiten zu handeln eröffnet? Da hilft vielleicht ein Blick auf den Reformator Martin Luther, das lohnt ja fast immer. Er plädiert für eine neue Sicht der Dinge. Er hält dem Teufel, nachdem er auch schon mal mit dem Tintenfass geworfen haben soll und der offenkundig häufig Gast in seinem Umfeld war, er hält dem Teufel, der ihn bei seiner Sünde und Todesverfallenheit festnageln will, den Einsatz Gottes für ihn vor. Er sagt, ich muss nicht sterben, wie du Teufel oder Tyrann behauptest, du lügst. Ich werde leben. Ich will nicht von meinem menschlichen Werk reden, sondern nehme mir die Werke des Herrn vor. Davon will ich reden. Für Luther gilt geradezu,
Glaube und Gottvertrauen, auf Teufel komm raus. Liebe Gemeinde, so gewinnt Gottes Lebenszusage Gestalt. Gewalt nicht mit Gegengewalt beantworten. Und das überraschende Angebot der Gewaltlosigkeit wagen. Und die Grenzen nicht aus Furcht dicht machen. Und der Hilfsbereitschaft der Menschen etwas zutrauen und gerecht teilen, weil genug für alle da ist. Das ist unsere Mission. Und das ist etwas fundamental anderes als das, was ich auf der Homepage einer nicht näher zu nennenden Partei gelesen habe, wo es hieß, Humanität als kulturelle Massenvernichtungswaffe. Das hat nichts miteinander zu tun, gar nichts. Der Trost, der in ökumenischer Verbundenheit trägt. Der Psalm 118 hat einen weiten Bogen gespannt. Er reicht von den Anfängen von Gottes Befreiungshandeln bis zu dieser schönen Vision vom Völkermahl am Zion. Unter diesem Dach lebt das Volk Israel. Unter diesem Dach hat Jesus Christus gelebt und gewirkt. Und unter diesem Dach sind auch wir eingeladen, nicht zuletzt beim Pesachfest mit seinen Jüngern hat Jesus diesen Psalm auch gebetet, ich werde nicht sterben, sondern leben. Und weil dieses universale Dach die ganze Welt, die große Gemeinschaft aus Juden und den Völkern überspannt, können wir diese Zuversicht auch gemeinsam leben, in weltweiter, in ökumenischer Gemeinschaft gemeinsam leben. Es wäre gottlos, wenn ein Teil von Gottes Welt nach dem Motto lebte, wir leben, auch wenn andere sterben müssten. Und deswegen ist es fast eine Auslegung unseres Predigttextes, dass auch diesmal hier in unserem Gottesdienst Vertreter europäischer und weltweiter Kirchen hier sind, aus Ungarn, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Tansania und Indonesien. Sie, lieber Bruder Bagonzo aus Tansania, Sie bringen ja mit in diesen Gottesdienst die Gemeinschaft, Sie bringen mit in unsere Gemeinschaft den Glauben und die Hoffnung Ihrer Kirche, aber Sie bringen auch mit die Sorge in Ihrer Kirche um die vielen jungen Menschen, die vergeblich nach einer Perspektive suchen in ihrer Heimat, nach Auskommen. Und Sie, lieber Bruder Lumbantombing aus Indonesien, Sie bringen in diesen Gottesdienst mit den geistlichen Reichtum Ihrer Kirche, aber auch die Sorge um den Erhalt der tropischen Regenwälder und den Klimaschutz. Das ist in Indonesien kein virtuelles Problem, wie einige uns glauben machen wollen. Das ist schon längst eine Existenzfrage für viele Menschen. Lasst uns die Enge, die Angst und die Bedrängnis, in die wir geraten sind, solidarisch tragen. Lasst uns in dieser Verbundenheit die Weite, die Gott uns schenkt, und das Leben, das Gott uns schenkt, gemeinsam entdecken und fördern. Und Sie, lieber Bruder Overbeck, Sie haben vor einigen Tagen in einer beeindruckenden Neujahrspredigt formuliert, ich zitiere, wenn wir gemeinsam für den Frieden, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und die Erhaltung der Schöpfung eintreten, dann sind wir in diesen gesellschaftlichen wie politischen Fragen Gott sei Dank vielfältig einig und treten gemeinsam dafür ein und auf. Das ist konfessionsübergreifend und länderübergreifend unsere gemeinsame Mission. Wir leben gemeinsam in der Kraft des lebendigen Gottes. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Ein Bekenntnis, das gefeiert und weitererzählt werden will. Psalm 118 gehört in eine Dankliturgie, in einen festlichen Gottesdienst, wo der Rettung gedankt wird und wo die Verheißung nochmal aktualisiert wird. Das trotzige Bekenntnis zum Leben gegen den Tod. Das gehört in den Gottesdienst. Karl Barth hat es einmal so gesagt, der christliche Gottesdienst ist das wichtigste, dringlichste
und Herrlichste, was auf Erden geschehen kann. Das Bekenntnis wird seinen Grund und seine Kraft verlieren, wenn es nicht immer wieder erinnert, erneuert und gefeiert wird, so wie wir das hier in diesem Gottesdienst tun. In einem Gottesdienst hat ebenso wie in einem Psalm alles Platz, was Menschen unbedingt angeht. Angst und Enge werden benannt, beklagt und vor Gott gebracht. Und wir verankern uns gemeinsam in den großen Taten Gottes, in der Geschichte seines Volkes und im Leben und Sterben und in der Auferstehung Christi. Wir loben Gott und singen ihm zu Ehre, gleich mit diesem schönen Liedvers: Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Wir erzählen uns, wie Gott uns aus der Enge in die Weite geführt hat, und wir erinnern seine Alternativen für unsere geschundene und nach Erlösung schreiende Welt. Gott wird es schenken, dass wir so gestärkt aus diesem Gottesdienst ins Leben gehen, mit dieser Zuversicht: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott des Lebens, dir vertrauen wir. Du bist unsere Hoffnung. Wir bitten dich für die Landessynode, die heute ihre Arbeit aufnimmt. Wir bitten dich für deine Kirche,
und die vielen Gemeinden in aller Welt. Wir bitten dich für die Suchenden, für die zweifelnden Christinnen und Christen. Wir beten für die müde und schlafende Kirche. Erwecke in ihr neu den Glauben und die Freude. Wir beten für alle Mitarbeitenden in den Gemeinden. Gott des Lebens, schenke neues Vertrauen, stärke uns in der Hoffnung. Gott des Lebens, dir vertrauen wir. Du bist unsere Hoffnung. Immer wieder sind wir erschüttert von Terror, Krieg und Gewalt. Wir sind entsetzt, wenn Unrecht und Ungerechtigkeit sich nicht umkehren lassen. Wir sorgen uns um unseren Planeten. Ohnmächtig schauen wir der Zerstörung deiner Erde zu. Wir beten für die Friedensstifterinnen und Brückenbauer. Wir bitten dich für alle, die nicht müde werden, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Wir beten für alle, die bewusst und gezielt so leben, dass sie deine Schöpfung bewahren. Gott des Lebens, schenke neues Vertrauen, stärke uns in der Hoffnung. Setze unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gott des Lebens, dir vertrauen wir, du bist unsere Hoffnung. Wir kommen zu dir mit den Sorgen um unsere Lieben, die nicht loskommen aus Streit und Hass, die Schmerzen leiden, die den Tod fürchten, um einen lieben Menschen trauern. Wir denken an Menschen, die gefangen sind in Angst und Resignation, an die des Lebens müden. Stärke bei uns und in ihnen die Gewissheit, dass du ein Gott des Lebens und nicht des Todes bist. Bleib bei mir, bleib mit deiner Gnade und Barmherzigkeit bei uns. Dir vertrauen wir. Du bist unsere Hoffnung.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Erhebet eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Ja, es ist recht, dir zu danken. Es ist gut, dich zu preisen. Heiliger Gott, du Vater des Lebens, wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt und der Heiland der Völker. Er ist auf Erden erschienen und hat unser sterbliches Leben mit uns geteilt. Er hat uns erneuert durch das Licht seines göttlichen Wesens. Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit. Durch ihn rühmt und lobt dich die ganze Schöpfung. Alle himmlischen Mächte und alle Erlösten singen mit dir in einhelligem Jubel. Mit dir vereinen auch wir unsere Stimmen und Lob singen dir voll Freude. Sei gepriesen, du Schöpfer aller Dinge, für alles, was die Erde hervorbringt, um uns Menschen zu ernähren. Sei gepriesen für alles, was du uns Gutes getan hast, in Jesus Christus, deinem Sohn, für seine Geburt in dieser Welt, für sein Leiden und seinen Tod am Kreuz, für seine Auferstehung am Morgen der neuen Schöpfung. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Sende aus deinen Geist, heiliger Vater, damit er uns Brot und Wein segne, in denen sich uns dein Sohn Jesus Christus schenkt. Dein Geist tröste die Verzweifelten und führe uns in die ganze Wahrheit. Er verbinde uns mit allen Menschen deiner Gnade und schenke uns das Leben, das nicht vergeht, bis du uns alle einst versammelst zum ewigen Hochzeitsmahl. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldner. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir werden das Abendmahl in Form der Wandelkommunion jetzt einnehmen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Thank you.
Liebe Geschwister, wenn Bischof Benson Bagonza aus der Karagwe-Diözese in Tansania der Evangelischen Kirche im Rheinland eine E-Mail schreibt, dann schreibt er unter Betreff in der Regel The Stone of Hope, den Stein der Hoffnung. Das ist er. Er stammt aus seiner Diözese und ich habe ihn vor 4 Jahren mitgenommen und seitdem begleitet er mich. Damals war ich zum ersten Mal dort zu Besuch. Es gibt nur 10 Kilometer Asphaltstraße in dieser Diözese. Dann kommt eine Sandpiste, dann kommt sowas wie ein Mittelgebirge, was immer noch Straße heißt. Und an irgendeinem Savannenbusch, ich weiß nicht an welchem, biegt man rechts ab und fährt durch die Savanne an den Bornbüschen vorbei auf einen Hügel. Und dort, wo nichts mehr ist, außer Savanne in der Karagwe-Diözese, stand vor 4 Jahren ein Bauschild: Hier entsteht die Universität der Karagwe, der Diözese Karagwe. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gebückt, einen Stein genommen und habe gesagt: Wer so viel Hoffnung hat, der kann mich anstecken. Hier ist der Stein der Hoffnung. Und am 31. Oktober 2017 zum Reformationsjubiläum wird die Universität eröffnet. The Stone of Hope. Wenn Sie nun Ihre Steine der Hoffnung sich ein bisschen leichter machen beim Ausgang, bei der Kollekte, dann bin ich mir sicher, dass es am 31. Oktober 2017 einen solchen jauchzenden Jubelruf geben wird, wie wir ihn eben gesungen haben, dann aber am anderen Ende der Welt, in der Savanne, in Tansania, in der Diözese Karagwe. Bischof Benson Bagonza ist unter uns und wird uns in dieser Synode begleiten. Ich möchte ganz herzlich der gastgebenden Gemeinde danken, der Gemeinde von Bad Neuenahr. Wir haben unseren Dank auch dadurch ausgedrückt, dass wir eine Altarbibel mitgebracht haben, die neu revidierte Luther-Übersetzung, die jetzt hier dauerhaft in Gebrauch sein wird. Ganz herzlichen Dank, dass wir immer hier am Jahresbeginn zu Gast sein dürfen. Und ich danke allen, die an Planung und Durchführung des Gottesdienstes beteiligt waren, insbesondere auch den ökumenischen Gästen. Ganz, ganz herzlichen Dank für ihre Mitwirkung, für ihre Teilnahme. Ich möchte den Musikerinnen und Musikern und allen anderen sehr herzlich danken. Die Mitglieder der Synode bewegen sich dann in Richtung Dorinth Hotel. Da ist zunächst ein Imbiss für Sie vorbereitet um 17 Uhr und um 18 Uhr sehen wir uns im Plenum. Ich möchte Sie jetzt bitten, zum Segen sich zu erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.